So, spielen wir einfach erstmal weiter. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, weil ich ja zwei Crashes Landzeit erforschen soll. Ich denke mal, das werde ich dann machen, sobald der hier unten fertig ist. Und ihr holt euch jetzt mal Ghul Alkus. Da kommt ein Airfield hin, um Einheiten schneller hin und her zu bewegen. Muss ich gar nicht mehr um die Spice-Lieferung. Die Spice-Lieferung ist ja hier oben. Ich habe ja 900 plus im Moment. Ich habe einen Monat nicht drauf geachtet, weshalb ich ein bisschen Lenzrad verloren habe, weil die Spice-Lieferung höher war, als ich das überhaupt geliefert habe. Das finde ich auch doof, dass dieser Spice-Report aufgeklickt werden muss, damit du siehst, ob du im Schnitt daran kommst. Was ich auch machen wollte. Wo ist das? Carrier Calls. Traffic is stopped in. Ah, da kann ich verhindern, dass der Carrier abgeholt wird. Dann wird er zerstört. Aber ich will das hier mal mit der Rebellion ausprobieren. Die Fremen bauen übrigens Spice. Da muss ich gleich mal gucken, habe ich eine Probe? Nö. Bauen Spice, glaube ich, nicht mit Harvest hinab, sondern die haben so Lager vorne und haben dann Spice-Sammler. Das ist auch ein Unterschied. Weil ich glaube, die holen keine Würmer. Also die ziehen keine Würmer an. Das will ich jeder gegen jeden, es ist jeder gegen jeden. Es ist auch im Moment nicht so, dass die mich in irgendeiner Form. Also. Der Einzige, der mich nicht mag, ist halt der Leto Atreides. Auf minus 57, minus 100 ist der Maximalwert. Die anderen sehen, stehen mir noch relativ neutral gegenüber. Aber man sieht gerade übrigens, dass ich die Manpower voll habe, weil ich dafür keine Verwendung habe. Können natürlich noch mehr Truppen ausheben. Ne, dafür fehlt mir gerade Kapital. Sollt ihr euch nochmal punishen? Ne, das wäre jetzt gerade nicht so gut. Das ist nämlich, wenn das Spice nicht fließt, hast du ein Problem. Dann titscht du mal schnell in den negativen Bereich rein. So, jetzt können wir aber hier direkt drei Teams reinsetzen, deployen den, das sollte uns ganz schön gut Kohle geben. Und du solltest hier auch direkt die Spice-Silos aufbauen. Da ist direkt ein Deep Desert. Da sollte man nicht reinlatschen. Bleib mal eben noch da stehen.
Der Preis vom Spiel hat jemand vorhin geschrieben, es soll nur 29,95 sein. Was ich, weil es fehlt halt wirklich noch eine ganze Ecke, finde ich das schon recht fair. So, jetzt sollte ich das erledigt haben. Jetzt kriege ich einen experimentellen Ornithopter. Ich glaube, der war ein bisschen schneller als die anderen. Bin aber da nicht 100% sicher gerade. Kann man auch die Würmer spielen. Wenn du Fremen bist, hast du die Möglichkeit, Würmer zu rufen mit den Klopfern. Für Transport. Ich weiß nicht, ich glaube, die Fremen haben nämlich keine Airdrop-Fields. Deshalb müssen sie dann Würmer rufen und können die dann reiten, um schneller an Ziele zu kommen. Aber es ist jetzt Spekulation, ich habe die Fremen noch nicht gespielt. Schon mal meine Spice-Produktion. Einfach weil ich es kann. Ja, wir haben weiteren Siege gefunden in unserem Gebiet. Die wollen auch Wasser traden gegen Plaskret. Was haben die für einen Spezialeffekt? Plus 3 Intel-Produktion, plus 30% Recruitment Speed. Wenn ich mit denen verbündet bin. Das kostet aber auch immer einen Agenten, den man einsetzen muss. Muss man halt auch berücksichtigen. So, wer ist im Moment am weitesten? Die Fremen. So haben wir hier mal eine Rebellion gestartet. Weil da ist ja eine Spice-Produktion drin. Damit das Dorf wieder liberalisiert, aus der Hand der Fremen befreit. Wobei man sagen muss, es ist natürlich eine gewisse Gameplay-Geschichte. Die Fremen sind kein verbündetes Volk irgendwie, sondern sind halt total zersplittert. Und es geht halt eigentlich, wenn du die Fremen hier spielst, geht es eigentlich um eine Führung der Fremen. Die, sag ich mal, versucht, die alle ein bisschen so zu verbinden. Ihr wollt mit mir traden? Ich möchte aber nicht mit euch handeln.
Ach, Entschuldigung, ich habe am Anfang das falsch erklärt. Es ist so, wenn ich einen Einser nehme, wird der hier vorne freigeschaltet. Wenn ich einen Zweier mache, wird das freigeschaltet und beim Dreier wird das freigeschaltet. Ich hatte ja gesagt, wenn ich einen Dreier freischalte, würde ich die 3 freischalten. War mein falsch. Danke, Ohare, für Raid. Ich kenne dich zwar nicht, aber vielen Dank. So. Was habe ich denn beim Dreier Economy? Plus 20% Tiger Money from Choam Shares. Machen wir das. Dann produzieren wir auch ein bisschen mehr Spice. Ich gehe jetzt immer auf die Sachen, die die Sieges freilegen. Da müsst ihr übrigens auch nochmal gucken, ob das Militär, ob die Militärbasis auch die, also die Milizia verstärkt, die Garnison, die in den Dörfern drin ist. Weil da habe ich auch noch nicht drauf geachtet. So, es ist vorbei. Gibt nichts mehr zu erforschen. Und jetzt kommt nämlich das etwas lästige, was noch nicht vorher noch nicht gut funktioniert hat. Du kannst die einsetzen, um die Harvester zu schützen, damit die Sandwürmer schneller entdeckt werden. Und das werde ich jetzt nochmal versuchen, weil es bringt halt mehr Spice-Produktion, wenn du das automatische Depleten wegmachst, beziehungsweise ausschaltest. Danke, Credo, für das verschenkte Sub. Für den verschenkten Sub. So, ihr wollt schon 1000, das ist aber auch kein Problem. Warum habe ich noch nicht Call to Arms gemacht? Weil da kriegt man ja die House Guards und die Mannproduktion. Also Mannproduktion ist bei mir im Moment total interessant. Ist halt, weil ich die Truppen vom Imperium habe. Und die Truppen vom Imperium. Danke, Micha, für die 5 Abos, die du verschenkst. Jetzt legt er los, ne? Und die sind halt, ich glaube, die House Guards haben halt mehr HP und ein bisschen weniger Stärke. Aber die sind halt vergleichbar. Deshalb macht das hier schon gar keinen Sinn mehr, das zu erforschen gerade. Außer ich will die Command Points hier unten haben, was dann auch nochmal einfach nur eine Verbesserung ist zur Grundlage. Da ich ja dieses Gebäude schon gebaut habe, was mir plus 12 Command Points gibt. Und ich mache das ja zurzeit noch gar nicht voll. Ich möchte gerne Geld einsparen. Und dann das Crew Training. Aber es dauert beides über 30 Tage in der Forschung. Habe ich irgendjemand, der mich so sehr mag, dass er mit mir ein Forschungsabkommen machen wird? Ich glaube, ich muss einfach nur 10 geben und dann machen die das so oder so.
Jetzt dauert das 27 Tage. Subach un kuha. Sind wir schon bei 24 Tagen. Da sieht man übrigens dann die Lupo oben drüber. Dass theoretisch der Ornithopter dem hilft, dass Sandwürmer entdeckt werden. Hat ein schönes, fand ich aber ein schönes Problem jetzt noch im Early Access. Wenn das aktiviert. Oh mein Gott. Warum hat er nicht den Auto-Recall? An. Das ist nämlich genau die Sache, wenn du den Auto-Recall aus hast, hast du eigentlich keine Chance, den zu retten. Ohne Ornithopter dran. Ornithopter. Aber wenn du den einmal recallst, verliert er die Verbindung zum Harvester. Aber siehst halt, wenn wir das Auto ausschalten, macht er jetzt 35. Mit Auto verliert er halt 2. Aber es ist halt ein bisschen Kohle, die verloren geht dadurch. Jetzt müssen wir warten, bis der wieder da ist. Den Early Access gibt es heute nur noch, also den Early Access gibt es im Moment für Presse und einige Streamer. Ab morgen ist es aber für alle verfügbar. Also man muss nicht lange warten. Wir haben wie immer den Garant, also ein paar Leute haben den Garant. Ich habe auch gesehen, dass viele eigentlich gar nicht bemustert wurden. Einen Tag früher. Beziehungsweise ich bin ja auch schon vor 2 Wochen bemustert worden. Kann also schon relativ lange Dune spielen, wenn ich die Zeit dafür gehabt hätte. Jetzt verliert er nämlich den Kontakt dazu und ich glaube, dass sie das nochmal, also ich hoffe, dass sie das nochmal ändern, dass der dann auch wirklich an dem dran bleibt, auch wenn ich den zurückrufe. Das wird bestimmt irgendeine technische Geschichte sein. Weshalb das zurzeit so ist. So, weil wir jetzt 10k Vorherrschaft haben, können wir Agenten einsetzen bzw. opfern, um Kosten für Missionen zu reduzieren. Was halt eigentlich eine ganz coole Sache ist, weil es 80% der Missionskosten und 80% Vorlaufzeit reduziert. Und das ist halt schon echt viel. Aber es muss halt, der Agent stirbt halt dabei. Moment, jetzt machen wir nochmal Supply Drop, den brauche ich eh immer wieder. Das können wir auch mal machen. Um meinen Lance Red Status mal höher zu kriegen. Jetzt hier hat er den auch wieder den Kontakt verloren. Das muss auf jeden Fall geändert werden, dass sie zugeordnet bleiben. Ach, bleiben die 3 Crews dann verloren. Habe ich eigentlich schon den Bonus?
Weil ich habe das Gefühl, dass wenn der dran ist, kriegt er jetzt schon einen Bonus, weil der jetzt ja hier auf 39 steht. Nee. Mach nochmal einen Supply Drop. Oh, ich wollte nicht pillagen. Ich will erobern hier vorne. So, jetzt werde ich von den Fremen angegriffen. Hier ist deren Spezialeinheit über die Kolon-Karawane. Die kann ein Lager aufbauen, um Einheiten zu heilen oder zu tarnen. At your service. Listening. Ready for instruction. On the offensive. We'll attack. We'll secure victory. Was? Ich bin nicht mehr der Judge of Council? Drop und Gegner schwächen. Übrigens, Gegner haben auch Armor? Was? Nein, hier spielt keiner LOL. Die zum Beispiel von manchen Einheiten zerstört werden kann. Aber nicht von allen. Also man muss halt eine gewisse Mischung auch trotzdem immer noch haben. Gibt im Discord bei uns ein paar Leute, die LOL spielen. Das reicht mir schon, wenn ich die rumfluchen höre. Dann weiß ich einfach, dass LOL immer noch genauso ist wie vor vielen, vielen Jahren. So. Wurm entdeckt, hau ab. Kann natürlich sein, dass er den Kontakt auch verliert, weil der auf Auto-Recon noch steht. Ah ne, er verliert den auch so. Was haben wir denn hier noch? Drei neue Einheiten, Militäreinheiten produzieren, 500 Militärexperience bekommen, eine Elite-Einheit bekommen, die sofort Level 3 ist. Müssen wir den ganzen schönen
starken Bonuseinheiten verloren. Ich denke mal, das ist ein Entwicklungsfehler noch, weil wahrscheinlich wird die Einheit, wenn die aufgehoben wird, gemerged. Sprichst du auch mit Fans auf dem Discord? Ich spreche mit jedem Menschen, der auf dem Discord ist, wenn ich gerade da bin. Und Fans finde ich einen ganz schrecklichen Begriff. Red mit anderen Menschen, die auch auf dem Discord sind. Gibt sogar Zeiten, wo ich mit denen spiele. Weil ich finde, das gehört dazu. Ich finde, man sollte nicht mit anderen Streamern spielen, sondern man sollte mit den Leuten spielen, die einen auch zugucken. Richtig. Das sind alles keine Fans, hier übrigens sind alles Hater. Crowd Manipulation. Haben wieder eine Rebellion gegen mich gestartet. So super, ey. Die Stealth Probe soll sterben. Das ist der beste Effekt, der passieren kann. Weil die alle dann verstärkt werden in der Umgebung. Durch die Fight, also durch die Kampfanalyse. Übrigens deckt das nicht. Also wer denkt, der kann mit dem plus 20% Spice-Produktion das irgendwie durchstecken. Mit der Umgebung, das funktioniert leider nicht. Das habe ich auch mal schon, das habe ich auch mal zwischendurch schon getestet. Eine Elite-Einheit. Sehr schön. Es ist sogar eine House Guard. Und da sieht man halt den Unterschied. Eine House Guard so hatte eine Stärke von 19 und die haben aufgrund des Elite-Levels 690 HP und 28 Stärke. Also das Level von Einheiten lohnt sich schon ordentlich.
Bremen. Ich werde euch ein Spicefeld abluchsen. Das soll aber kein Problem sein, weil der Raketenturm unterstützt. Und hier oben dasselbe. Ich will weiter mit den Handeln. Da ist übrigens so ein Harvesting-Team von den Fremen. Esel. Neuen Siege entdeckt. Wasser gegen Solari tauschen. Ja, warum nicht? So, sind wir bei knapp 2 Stunden, glaube ich, in dieser Partie. War schon ein bisschen länger, als eigentlich die Entwickler gesagt haben. Wahrscheinlich, weil ich am Anfang auch noch so viel erklärt habe. Ghost Market, dem ich eingesetzt habe, ist jetzt nicht so schlimm. Feindlicher Agent wurde gefangen genommen. Von Haus Atreides. Weiß ich gar nicht, wo der gerade hingesetzt ist. Aber jetzt können wir mal gucken wegen... Ich kann Assassination machen. Gegen einen Fraktionsleader. Kostet aber jedes Mal 500 Int. Ach, dafür muss ich aber auch 2... Ah, jetzt macht das Sinn. 2 Infiltrationen haben. Und ich glaube, damit kann ich auch einen anderen Leader ausschalten. Du musst nach hier oben in die Space Guild. Auch verwirrend, dass die Reihenfolge hier anders ist als hier. Das ist nämlich Arrakis, Space, Chome. Dann ist hier Spacing Guild. Und hier ist das Lanzrad. Ich möchte mal sehen, wie das aussieht, wenn ich eine Atombombe schmeiße. Oh, oh, war ich jetzt zu spät? Nee, alles gut. So, wir sind jetzt hier auf 100. Kriegen jetzt auch ein bisschen mehr von denen als am Anfang. Am Anfang haben wir 10 Plaskret für 10 Wasser bekommen. Jetzt könnte ich halt einen Agenten hier einsetzen, um diese plus 20% Manpower zu bekommen. Aber die brauche ich ja nicht.
listening. On watch. Die Fremen haben nicht die stärksten, also... Baron. Die Fremen haben einfach den Vorteil, die können halt länger in der Wüste überleben, ohne dass die Einheiten, Supply ausgeht. Das ist halt eine große Stärke der Fremen. Die Warrior selbst haben aber auch hier, sag ich mal, 30 Stärke, was natürlich schon ein echt hoher Wert ist. Die sind wohl ähnlich wie die Vanguards, die hier auf 31 sind bei mir. Mit dem Bonus halt letztendlich. Sind also nicht ohne. Zum Beispiel machen die hier auch ein eine Disorientierung. Dass wir mehr Schaden bekommen und die Stärke reduziert wird. Was haben wir hier? Für jede feindliche Einheit, die mit im Kampf ist mit dieser Einheit, kriegen wir nochmal 10 Power obendrauf. Zu denken, das Spiel wäre billig, ist übrigens eine Fehlinterpretation von dem Gesehenen. Zurück. Versuchen hier immer zu verhindern, dass ich den Angriff mache. Greetings. Nein. Möchte ich den ärgern? Auch nicht. Kaufempfehlung, wenn du zurzeit einfach nur gucken willst und ein paar Gefechte machen willst, wirst du mit dem Spiel glücklich sein, aber du musst darauf warten, dass Kampagne und Multiplayer kommt irgendwann, weil es ist einfach von der Map-Vielfalt etc. ist es halt noch ein bisschen wenig, aber so ein paar Abende wirst du Spaß mit haben im Moment. Der Grundstein ist gut gelegt und es hat auch ein gutes Potenzial, dass wenn, sag ich mal, die wollen ja ein Jahr im Early Access sein, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Klitsche-Studio, die haben ja schon Early Access Spiele produziert, dass das wirklich ein Schuh wird in diesem Jahr. Wie Northgard. Northgard war ja auch ein gutes Strategiespiel insgesamt. Ist auch ein bisschen andere Wege gegangen und man merkt auch den Einfluss von Northgard in Dune Spice Wars. Weil dieses Zonenverteilen ist halt, haben die halt auch bei Northgard genutzt. Es ist natürlich hier jetzt ein bisschen anders. Early Access muss ja nicht auf den Sack gehen. Ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, das stört die, wenn die sich selbst nicht daran beteiligen wollen, wie ein Spiel entwickelt wird. Aber viele Leute begrüßen das. Vor allem, weil zum Beispiel die Entwickler hier ja schon gezeigt haben, dass die auch, sag ich mal, mit der Community daran arbeiten, das Spiel zu optimieren und auch neue Elemente einzubringen. Was die Spieler auch wünschen. Es gibt einige Leute, die, sage ich mal, Early Access,
Also es gibt ein paar schwarze Schafe zwischendurch. Aber insgesamt ist doch die Entwicklung von Early Access eher positiv als negativ. Ich finde, das ist nur ein bisschen ad absurdum, wenn du einen großen Publisher irgendwie hast und dann sagst, wir machen jetzt ein Early Access Spiel, weil dafür ist das nicht gedacht. Auch größere Studios können von Early Access profitieren, vor allem wenn man, sag ich mal, mit der Community ein Spiel entwickelt. Weil die Leute sehen es ein bisschen falsch, dass Early Access weniger Arbeit macht. Sobald du in Early Access bist, bist du in einem Dialog. Also du gibst ja was raus, du musst halt eine Software haben, die Leute spielen können, die dann, sag ich mal, auch so rund läuft jedes Mal in jedem Bild, dass das halt auch funktioniert. Irgendwo nicht alle Leute dich dafür haten, dass das halt unspielbar wird plötzlich. Und das macht Arbeit. Das macht richtig Arbeit. Auch diese ganze Kommunikation und das, sag ich mal, aufzuziehen. Du musst ja die Leute informieren, machst dann auch Streams, wenn es gut läuft, lauter Posts mit Informationen. Und das ist halt eine Mehrbelastung im Vergleich zu, du kriegst irgendwie vom Publisher Geld, um 3 Jahre ein Spiel zu entwickeln, du hast das Geld in der Hinterhand oder 2 Jahre und machst das im stillen Kämmerchen mit deinem Team. Die Leute stellen sich das dann immer ein bisschen einfacher vor, Early Access. Du hast zwar einen gewissen Finanzspritzenbonus, aber letztendlich hast du auch viel Arbeit zusätzlich. So, was wollte ich machen? Der Supply Drop ist ja da. Probe brauche ich nicht. Gear Sabotage. Sabotage. Neuer Siege, da sind wir aber nicht in der Nähe. So, ihr wollt mir schon wieder hier auf die Nerven gehen. Ich mache den Supply Drop, weil der mir auch hilft. Und Stadt ist eingenommen. Da war die plus 20% Power vom Gebäude von denen. Von mir jetzt. Setzen wir hier mal einen Airdrop, damit ich Truppen schneller hier runterholen kann. So, da habe ich ein weiteres Economy-Gebäude gebaut, weil ich dadurch 5% Bonus bekomme auf die Spice-Produktion. Aber ich habe jetzt 1,6k Geldeinheiten wieder. Ein Embassy. Aber wo? Das ist ja schrecklich, das ist ja ein total positives Ding.
warum ich dafür eine gute Beziehung haben zu irgendeiner Fraktion. Habe ich das? Nö. Vielleicht kann ich die Schmuggler auch über 50 kriegen. Würde ich ein bisschen mehr darauf achten, mit denen zu handeln. Schon mal nach hier vorne ziehen. Den einreißen. Aber ich merke schon, also ich spiele jetzt auf hart und nicht auf insane. Aber die KI verhält sich schon ein bisschen stärker als auf normal. Auch wenn es immer, also recht lange jetzt gedauert, dass mal wirklich ein Angriff kommt. Aber die sind nicht so doof wie auf Mittel. Auf Mittel haben die ihre Einheiten durchgehend verheizt an mir. Wie findest du das bisher? Ich finde das gut. Alle Macht dem Dune. On watch. En route. Außer Con, wir bitte eine bessere Exchange Rate. Es tut mir leid, dass ich mich auf das Spiel auch konzentrieren muss und dann nicht die ganze Zeit den Chat lesen kann. Das gehört halt auch ein bisschen dazu. Wobei, das Datacenter muss ja auch weg. Ich muss hier Silos bauen.